Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute, ich habe mir was richtig Fettes gegönnt und heute ist es gekommen. Alter, es ist unglaublich schwer und ich glaube, der Briefträger, der verflucht mich jetzt ein paar Tage lang. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Es hat über 23 Kilo. Das ist wirklich ein ganz schöner... Ey, es ist mehr als 23 Kilo. Kann doch nicht sein. Das ist unglaublich schwer. Alter, ich kann das so echt nicht heben. Das ist unglaublich schwer. Und ey, du wirst keinen Plan haben, was es ist, aber es gibt's wieder. Ich habe es wenigstens zumindest wieder entdeckt. Ich war auf der Suche. Ich habe es nirgends gefunden. Dann habe ich herausgefunden, es gibt es wieder. Ich habe mich im Internet schlau gemacht, wo ich es besorgen kann. In großen Mengen. Und hab's gefunden. Und hier ist es. Ja, Mann. Ey. Mega. Es ist vielleicht, um ein bisschen die Spannung aufzubauen, es ist vielleicht ein Artikel, den man so vielleicht nicht bewerben sollte, weil einige Leute wahrscheinlich denken, oh, Mike. Oh, ob das gut ist, du als Vorbild. Mit deiner Vorbildfunktion solltest du sowas Ungesundes wirklich nicht promoten. Mike. Was fällt dir ein? Denk doch mal an die Kinder. Aber es ist nichts für Kinder. Hä? Spannung genug aufgebaut. Ich mache es mal auf mit meiner mega coolen, geilen Schere. Ey, mega. Ey, es ist echt krass. Es hat 23 Kilo, Alter. Ich schwöre es dir. Ey. Es ist unglaublich schwer, Alter. Ey, das ist echt so schwer. Hätte ich nicht gedacht. Ey, der arme Briefträger auch. Fuck. Was gibt's denn hier? Noch ein Zettel dazu. Oh, das ist aber nett. Von Five Star Trading. Das ist jetzt keine Werbung. Ich mache jetzt hier keine Werbung. Kommt, das ist aus Holland. Okay. This parcel was packed by Rob. Rob, Grüße gehen raus, falls du das Video hier siehst. Nice. Hoffentlich hat Rob auch eine gute Arbeit geleistet. Ne? Das sehe ich jetzt im Nachhinein erst. So. Nicht, dass Rob hier gepusht hat und mir etwas... Oh, shit. Warte. Ey. Mega, was ist hier? Ich muss ja irgendwie das cool auspacken, dass es ein bisschen Effekt hat. Ey, fuck, mega. Das ist zu geil. Mann. Ey, das ist so eine Menge. Ich habe mir sowas echt noch nie bestellt. Noch nie. Ich habe mir sowas noch nie bestellt, weil eigentlich ist es ein bisschen spinnig, wie man Bayern sagt, aber es ist auch so fett und ich habe so Bock drauf. Und oh, es ist, für mich ist es Lebensqualität. Natürlich nicht an einem Tag, an einer Woche verbrauchen, schon über Monate hinweg genüsslich. Wichtig, ne? Zu viel ist nicht gut. Zu viel ist absolut ungesund. Sehe ich ja ein. So, jetzt mal schauen, wie ich das hier aufbekomme. Wow, Alter, nein. Ich muss das irgendwie cool aufmachen. Die Schachtel brauche ich eh nicht mehr. Ich habe genug Schachtel. Alter, fett. Ja, Mann, ich schwöre es euch, es hat das eine Zeit lang in Deutschland nicht gegeben. Deshalb bin ich auch so heiß drauf. Früher hat es es schon mal gegeben, dann nur noch in Light. Jetzt pass auf. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Ne? Und so, in Unlight, normal halt, keine Chance, gab es nirgends mehr. Ich habe es nicht gefunden. Ein Kumpel, einer, ein Abonnent, hat mir das mal, aus Frankreich besorgt, importiert. Das war auch ziemlich krass, ziemlich nett. Und ich habe mich so gefreut damals. Das ist über ein halbes Jahr her. Wow, Alter. Ey, es sind wirklich ohne Witz, über 23 Kilogramm. Ich muss das hier drauf machen. Das hat einen coolen Effekt. Ey, also wenn das nicht spannend ist. Nein, komm, geh schon hoch. So, könnt ihr schon was sehen? Nein, könnt ihr nicht. So, jetzt pass auf. Oh shit, 23 Kilo. Ja, Mann, oh fett, oder? Ey, Cherry Coke, Alter. Nicht die Light. Die richtige Cherry Coke. Ich liebe Cherry Coke, aber nicht die Light. Die richtige. Ja, Mann. Ey, bei Amazon. 72 Dosen. 52 Euro. Unten in der Videobeschreibung verlinkt.
Check aus, gönn dir. Gibt es auch in 25 Dosen, kostet aber 25 Euro, ne? Also rechne mal um. Hä? Dann kriegst du nämlich, wenn du dir 2x25 kaufst, 50 Euro, 50 Dosen. Verstehst du? Das ist hier. 52 Euro, 72 Dosen. Alter, next level. So schaut's nämlich aus. Oh shit. Jetzt mache ich meinen eigenen Kiosk auf. Ja, Mann. Mit Corona. Wow, gib es dir. Wow, Alter, das ist für echt allein. Das ist schon ganz schön schwer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 4, 24. Kann das sein? 24, 48, 68, 72. Ja, Mann, 72 Dosen. Rob, gute Arbeit an dich. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Mega, Alter. Und ey. Komm schon. Eine, jetzt hier. Auch wichtig. Ey, geschmacklich. Der geschmackliche Unterschied: Cola. Cola in einer Plastikflasche. Bäh. Ekelhaft. Cola in der Glasflasche. Ein Träumchen. Ein absolutes Träumchen. Deshalb sage ich euch, ist die Cola von, wie heißt es? Von Moritz. Nein, Moritz? Wie heißt die Cola? Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die Cola von den Hamburgern. Fuck, jetzt habe ich echt die Cola vergessen. Wisst ihr, was ich meine? Mein Gott, die schmeckt so gut. Und die schmeckt deshalb so gut, weil sie nur in Flaschen verfügbar ist. Die wissen es einfach, wie man es macht. Verstehst du? Das ist der... Überhaupt, Getränke in Plastikflaschen. Bäh. Bäh. Ekelhaft. In Dosen auch sehr, sehr gut. Wow, schau es dir an. Siehst du, und man sieht hier hinten schon, ist nicht aus Deutschland. Es ist nicht aus Deutschland. Es ist auch kein Pfand drauf. Die wurde importiert, Mann. Es gibt die Cherry Coke so eigentlich nicht in Deutschland zu kaufen. Oder bei Penny. Was, von 2017? Das kann es auch nicht sein. Die ist von 2017? Jetzt komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Von 2017? Was ist los? Die ist von 2017? Die ist abgelaufen, Alter. Jetzt pass mal auf hier. 2017? Das kann doch nicht sein. Ablaufdatum? Nicht, dass ich jetzt hier... Na okay. Ablaufdatum ist der 31.10.2021. Also alles noch gut. Ha, verrückt, gell? So, ich würde sagen, wow, mega. 10 Uhr am Abend, das Beste. Oh, dieses Geräusch. Boah, dieses Geräusch, wenn du eine Dose öffnest, gibt so richtig Durst und so richtig Bock auf dieses Lieblingsgetränk. Wow. Dieses Britzeln muss... Ey, ich bin absoluter Genießer in jeder Art und Weise. Also das ist wirklich... Hörst du, wie es brutzelt? Hörst du das? Es schießt hier oben raus. Wahnsinn. Ey, hörst du das? Wow, mega. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mhm. Ey, das ist so... Dieser Kirschgeschmack. Wow, der kommt so still und leise. Gemütlich, genüsslich daher. Nicht so aggressiv, so bam, hier ist die Kirsche. Nein, der kommt von... Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie gut. Die Werte so interessieren mich nicht. Wie ungesund es jetzt wirklich ist. Ey, das ist einfach... Zu einem guten Essen, Schnitzel, Leberkäse, Semmel, sonst was, eine Cherry Coke, Alter. Wow, ey. Oh mein Gott. So gut. Wow, so gut. Oh mein Gott. Wow, absolut gelohnt, ey. Oh, sorry. Ihr merkt es an mir, ey. Ich bin echt happy. Wow, damit kannst du mich echt schon glücklich machen. War gut. Auch ein bisschen was auf Vorrat. Jetzt habe ich mal einen Monat Ruhe. Bin auch gespannt, wie lange mir das hält. Ich darf jetzt nicht wirklich so jeden Tag ballern. Das muss ein bisschen genüsslich. Genüsslich, gemütlich, nicht zum Junkie mutieren, sondern ey. Wow, aber, Alter.
wenn du dir jetzt unschlüssig bist, ob das wirklich was für dich ist, die gibt es auch einzeln zu kaufen, da kostet eine Dose 2 Euro. Daher umgerechnet sind diese 72 Dosen für 52 Euro ein absolutes Schnäppchen. Da kriegst du den Liter für 2,03 Euro, glaube ich, was ich gelesen habe. Ne? Das ist human. Voll gut, vor allem noch in der Dose. Der Geschmack ist unübertrefflich im Vergleich zu einer Plastikflasche. Echt, wenn du das erste Mal jetzt die Möglichkeit hast, Cherry Coke zu trinken, hast du noch nie getrunken. Du hast die Wahl zwischen einer Dose und einer Plastikflasche. Ey, schmeiß die Plastikflasche weg und nimm die Dose oder eine Glasflasche. Aber nicht die Plastikflasche, bitte. Bitte. Okay, weil sonst kannst du nicht neutral denken. Nein, bitte. Hol das Beste aus dem Geschmack raus. Ich schwör's dir. Ich bin so begeistert und rede so, als würde ich davon gesponsert werden. Nein, ich habe es dasselbe gezahlt. Einfach nur geil. Mega. Unten Videobeschreibung auschecken können. Feedback geben, eure Meinung. Ey, mega. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Mr. Mike Production.